Guten Morgen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich dir, und ich danke dir für deine Gnade, für deine Güte, ich danke dir für diesen neuen Tag. Herr, ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Ich bete, dass du uns redest, lass uns dein Wort verstehen. Hilf uns in gehorsamen Wort, Herr. Lehre uns in alle Wahrheit, Herr. Und ich bete im Namen Jesu Christi einfach, dass du uns leiden machst und uns weisen machst, was du wertig von uns haben machst, Herr, im Namen Jesu Christi. Amen. Das 6. Kapitel 2 von 1. Samuel, Vers 18. Der junge Samuel diente am Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinene Priestergewand. Jedes Jahr nähte ihm seine Mutter ein neues Obergewand und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opfer nach Silo kam. Also Samuel von jung an dein Gott. Hei, wie Gott gewählt, und seine Mutter schämmert sich darum. Bevor sie wieder heimkehrten, segnete Eli die Eltern Samuels. Er sagte zu Elkana: Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken, als Ersatz für diesen Jungen, den ihr ihm zurückgegeben habt. Gott ist treu. Hannah hat am einen Sinn gebetet. Aber die Bibel sagt in Epheser, dass Gott kann well und kann uns viel mehr geben, als wir uns überhaupt erbeten können. Und das ist, was Hannah passiert. Sie hat am einen Sinn gebetet. Das 6. Vers 21. Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter. Samuel aber wuchs auf als Diener des Herrn. Also noch 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter. Samuel plus noch 5 Kinder, Chirish Hannah. Vorher, wir sind die Kinderlose, wir sind die, die keine Kinder haben können. Für Gott ist kein Ding allmählich. Gott hat sich daran gefreut, wie Hannah und Elkanah ihren Einzigen sehen Gott werden. Und er schenkt ihr noch 5 Kinder. Also hier, wie war das eine, dass Gott uns viel mehr schenken will, als wir uns überhaupt erdenken können. Gott ist so gut, Gott ist so wunderbar, und er hat die Macht und er hat die Kraft. Er kann dort hin. Was wir machen, dann ist wörtlich leben. Ich glaube, diese Geschichte von Hannah lehrt uns, wo wir wörtlich alle dringend sind, wo wir wörtlich alle sehen. Wie sollen unsere Antwort bei Gott sehen? Wie sollen im Glauben an Gott kommen? Wie sollen mit all den allmählichen Sachen, die wir im Leben haben, einfach vor Gott kommen, die hafte Antwort, die hafte Kraft. Denk mal an deine Situation, das ist für Gott auch nicht allmählich. Kreuz ist das für Gott nicht allmählich wie aus deiner Situation. Bring dich vor Gott, bring dich nochmal vor Gott, bring dich so lange vor Gott, was er anders wird. Jeff nicht ab, bleib dem lieben Gott. Gott kann dich helfen, der will dich helfen, der wird dich helfen. Das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes einfach in eine Linie stellen, dort bleiben und bei dem Platz bleiben und sehen, was wir die Antwort in unserem Herz sperren, was wir Frieden finden, was wir weiter Gott haben, mein Gebet erhielten, die Antwort ist unterwegs. Herr, ich danke dir für das Wort. Wir seien deine Güte in diesem Wort. Sei heute, die am einen Sehen gebeten, die jäuft sie an 5 Tschenja. Noch 5, saß alles taub. Herr, du bist so viel besser, als wir uns überhaupt denken, wünschen können. Und halb dort wie bleiben, ich bete für die Menschen, die auch für sie an mir stehen, die auch lange gebeten haben, die vielleicht auch lange in einer Situation gelebt haben. Ich bete, dass ihr Glaube von dir geraubt wird. Und dass sie einfach weiter, dass du hier hirschst und geben wirst, worum sie die beten.
dat dat wat vir iemand aanmeelig is, vir die ook meelig is, Heer. Ek bid die Jefjant vandag, maar ek geloof het of vir hem, noem my Jezus. Amen. Ek wens die een schijndag.